Hallo und herzlich willkommen zur Folge 90. Wir sind im Adanos-Tempel. Hier geht's drunter und drüber. Ray hat uns offenbart, dass er der Halbbruder, der Bastard-Halbbruder des Königs ist und deswegen hat er ein Anrecht auf den Thron und dieses ganze Gelaber halten. Und deswegen geht's gleich weiter mit den Schattenkriegern hier. Auf jeden Fall deswegen ist er auf der Seite der Schwarzmagier. Ja, die wollen quasi mit diesem Amulett ihm zur Macht verhelfen. Also natürlich sich selbst zur Macht verhelfen, aber so kann man halt jemanden überzeugen, dass man für die Sache eintritt. Die Schwarzmagier versprechen Ray unglaubliche Macht und natürlich den Königstitel. Und dafür wird er ihr Lakai und rennt den ohne weiteres hinterher. Ich würde sagen, ihr müsst doch immer noch ein Sechster. Ich hasse euch alle. Warum ist das noch ein Sechster von den Kameraden? Vor allem ist gerade irgendwie wieder der Seelenräuber inaktiv. Das hat mir gar nicht gefallen. Also 6 Schattenkrieger. Muss man besiegen und die nächste Tür geht auf. Jetzt mal rein aus, so aus praktischer Sicht. Warum gehen denn die Türen überhaupt auf? Da wäre es denn nicht sinnvoller, wenn die geschlossen bleiben, weil da kommt der Held nämlich gar nicht weiter. So, also irgendwie sind diese riesigen Boss-Kryptas und Dungeons irgendwie meistens Fehlkonstruktionen, zumindest vom Sinn her. Klar, natürlich wäre es witzlos. Sonst wäre das Spiel bescheuert, aber so rein vom Sinn müsste man doch eigentlich davon ausgehen. Oh, da geht es ja direkt weiter. Sind wir bei der letzten Folge angelangt? Wisst ihr, ich pfeffer mal alles rein, weil das hat jetzt eh keinen Mehrwert mehr. Aber wozu jetzt hier noch alles aufheben? Für was denn? Oh, da verlieren wir mal ein bisschen Leben. Egal, haben wir Pilze dabei. Noch haben wir Pilze dabei. Dann fressen wir auch noch 7 Drachenwurzeln. Ich bin genau bei 99 Stärke, natürlich. Wie viel auch sonst. So, da drin geht's wie gesagt heiß her. Das habe ich übrigens noch nie gemacht, dass ich einfach so Goblin-Bären und Drachenwurzeln in Massen gefressen hätte. Aber die Umstände verlangen es ja. Außerdem bringen die anderen Sachen ja eh nichts. Und wir haben noch Mana-Punkt bekommen durch die ganzen Dunkelpilze. Das heißt, wir könnten jetzt... Das bringt aber nichts, wenn wir jetzt hier alle Dunkelpilze fressen. Insofern nochmal sich stärken. Ich futter jetzt auch nochmal die Äpfel, die wir dabei haben, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ah, saftig und frisch, aber wir haben eh nicht 25 Stück gehabt. Insofern kriegen wir jetzt eh keinen Stärkepunkt mehr. Aber bisher wohl noch alle aus Frust gegessen, was soll's. Und jetzt geht's zum letzten Kampf über, oder was? Iran, hör auf mit dem Scheiß! Das musst du doch nicht machen, du! Gehen nur ab. Ist wieder sehr dunkel hier. Haben wir noch Licht? Haben wir noch Licht, sehr gut. Es geht nur jetzt hier wieder ab. Hey, ich wollte doch die Waffe ziehen. So. Also wie gesagt, entweder ist Iran einer von denen oder er wird gerade zweckentfremdet. Bringt eigentlich was, wenn wir die blauen Pilze einfach so fressen? Nee, sind ja braune. Oh. Okay, das war jetzt ein Griff ins Klo. Aber was soll's? Okay, ja. Also Licht. Licht brauchen wir auf jeden Fall mal. Hier irgendwas. Irgendwas passiert hier. Irgendwas geht hier vor sich. Nicht nur, dass hier der Iran in der Mitte rumhampelt. Nein. Hier geht noch was anderes vor sich. Irgendwas Mechanisches habe ich eben gehört. Irgendwas hier, weiß nicht. Ob hier irgendwas gedrückt wurde, ein Hebel oder was auch immer gezogen wurde. Knopf gedrückt, ich weiß es nicht. Kann man hier rein, das ist hier dicht. Hallo. Na? Du? Wo ist Morgan? Platt. Er hat ein nobles, wenn auch bedeutungsloses Ende gefunden. Ich
bin es leid, dass du dich in meine Pläne einmischst. Doch wie wirst du? Beruhige dich, Raymond. Nur noch ein wenig Geduld und das Ritual ist vollendet. Und bald wirst du deinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnehmen. Dieser Wicht kann uns jetzt auch nicht mehr aufhalten. Zurik, du hättest ihn gleich töten sollen, als du die Chance dazu hattest. Ihr Diener Adanos seid einfach zu weich. Okay, also wir haben hier generell alle Arten von Magiern. Du hast gut reden. Warst du es nicht, der nach seiner Mission wie ein verprügelter Hund wieder angekrochen kam? Außerdem dienen wir jetzt beide Belia. Hast du das vergessen? Okay, nee, doch, wir sind alle böse. Jetzt haltet schon die Klappe, ihr beiden. Mir brummt noch der Schädel. Da ihr euch anscheinend nicht mehr konzentrieren könnt, kümmert euch besser um unseren ungebeteten Gast dort drüben. Aber enttäuscht mich dieses Mal besser nicht. Wie soll denn das gut gehen? Wie soll denn das klappen? Leck mich am Arsch. Alter Vater. Wann brauche ich auch mein Licht, weil sonst ist es ja pissdunkel. Alter Vater. Okay, ja. Ich ging eigentlich auch davon aus, dass wir eine etwas bessere Rüstung bekommen, irgendwie, irgendwann. Aber dem ist wohl nicht so. Ich brauche noch Berserker, sonst wird es hier nichts. Er braucht denn schon Feuerpfeil? Na, wie machen wir das am besten? Oh Mann. Also der Kampf ist hart. Vor allem, weil ich noch nicht weiß, wie wir das überhaupt am besten machen. Haben wir Berserker wieder weggepackt, so ein Scheiß. Also dann labern die uns jetzt voll. Dann die Berserker. Alter! Nicht mehr schnell zurück. Also die haben beide einen Abgang gemacht. Also mit Berserker auf unserer Seite wiederum, muss man sagen, kriegen die ganz schön auf die Fratz. Oh. Sehr große Steinrichter. Die machen sogar kaum Schaden. Insofern werden die einfach zerlegt. Der fliegt hier so ein bisschen rum. Scher dich zum Teufel. Dann um die nächsten. Ich muss das ganze Inventar zerlegen. Wir sind auch im Kampf mit Tarsis eigentlich irgendwie. Warte mal, Freund. Ja, schlag den nur, schlag den. Hallo. Nein, kein Tra. Ach, egal. Ich wollte eigentlich Seelenräuber aktivieren. Ich weiß auch nicht, was ist hier. Was ist hier jetzt für ein Scheiß soll. Alles noch mehr. Umso wichtiger, dass ich jetzt mal Seelenräuber aktiviere. Auf
auch wenn die, also die Hitbox von den Dingern ist sehr, sehr seltsam. Verdammt, er hat alle Steinwächter erledigt. Okay, das war irgendwie der Kampf gegen Tarsis, warum auch immer. Haben die Dinger was dabei? Da ist nichts zu holen. Schade. Wer ist der Nächste, der aufs Maul will? Stopp. Wenn wir jetzt schon gerade eine Verschnaufpause haben, müssen wir die auch nutzen. So weit, so gut. Danach wieder mit Berserker rein, wenn die nächsten Pappnasen kommen. Guten Tag. Hallo. Bin ich eigentlich nur von Taugenichtsen umgeben? Jetzt geht wieder da raus und kämpft. Geh du doch selbst. Das ist zwecklos, der ist viel zu stark geworden. Ich würde ja, aber mein Schädel brummt immer noch. Na gut, ihr hattet eure Chance. Da das Amulett sofort zusammengesetzt ist, brauche ich euch nicht mehr. Jetzt warte mal, die sollten mir doch helfen, auf den Thron zu kommen. Tja, ich hab dich gewarnt. Du mit deinem lächerlichen Thron, für dich ist es jetzt auch vorbei. Verräter, ich bin der Rechtmäßige. Vollidiot. Ah, Iran lebt wieder. Okay, das war jetzt mit Berserker vielleicht ein bisschen unnötig, aber egal. Yo. Iran, du lebst! Das ist vielleicht das falsche Wort. Jetzt lassen Sie sich über Worte diskutieren. Du hast recht. Eigentlich müsste ich jetzt tot sein. Da ich noch lebe. Kasdea hat die anderen Magier und Raymond umgebracht. Dann bin ich wohl noch einmal davongekommen. Aber das heißt auch, dass er jetzt das Amulett hat. Ich habe das Gefühl, dass meine Magie stärker geworden ist. Dann hast du in den letzten Tagen vermutlich vermehrt meditiert, ist das nicht so? Nein. Ja, das stimmt. Was hat es denn damit auf sich? Wenn du meditierst, dann steigert sich auch nur dein Mana, sondern nicht nur dein Mana, sondern auch deine Zauberkraft. Oh, das hätten wir mal öfter machen sollen. Umso mehr du meditierst, desto stärker werden auch deine Zauber mit der Zeit. Ach toll, dass wir das jetzt erfahren. So ist das also. Na gut. Was sollen wir jetzt machen? Das sieht so aus, als müsstest du dich Kasdea stellen. Wieso nur ich? Du bist doch jetzt auch noch da. Ich bin zu geschwächt. So kann ich nicht kämpfen. Aber er hat das Amulett. Er hat zwar das Amulett Ardanos, aber wir haben Ardanos selbst auf unserer Seite. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann wirst du auch ihn besiegen können. Es ist gerade wieder dunkel geworden. Nimm diese Tränke, du brauchst sie jetzt dringender. Und diese Eiswelle-Spruchrolle sollte dir gegen sein Element auch von Nutzen sein. Ich setze mein Vertrauen in dich. Aber... Na toll. Macht der direkten Abgang. Frechheit. So, Berserker und ab geht die Party. Du bist also derjenige, der es mit allen anderen aufnehmen konnte, hm? Meinen Schüler Kirai hast du umgebracht. Hab ich geahnt. Feris hast du umgebracht. Und die beiden dreien anderen hast du ebenfalls meine Arbeit abgenommen. Spar dir deine Worte. Was willst du eigentlich? Was ich will, ist das nicht offensichtlich. Macht. Jetzt ist tolles Berserker Wut wieder weg. Wie Raymond immer gesagt hat, Menschen sind einfach gestrickt. Stimmt, von dem, was Raymond mir erzählt hat. Irgendwas nicht? Ich weiß nicht, was dir dieser naive Bastard alles erzählt hat. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Seinen Zweck hat er erfüllt. Also du willst den König gar nicht stürzen, ne? Sehe ich das richtig? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Solange dieser Narr auf dem Thron sitzt, kann ich machen, was ich will. Von mir aus kann er seinen Krieg gegen die Orks verlieren. Der Krieg hat auch seinen Zweck erfüllt, so sind diese Biester dem Sumpf ferngeblieben. Und du, dein Ardanos-Freund, du und dein Ardanos-Freund allein haben schon genug Ärger gemacht. Der Krieg war deine Idee? Natürlich war er das. Als ob der König auch nur
eine Entscheidung ohne meinen guten Rat treffen würde. Seitdem ich weg bin, läuft es nicht so gut für ihn, habe ich gehört. Wieso deine Position für das Amulett riskieren, wenn du schon so viel Macht hattest? Macht ist wie ein Funke. Entweder du entfachst ein Feuer oder sie erlischt. Noch so ein Spinner. Das geht über deinen Verstand hinaus. Aber keine Sorge, den wirst du nicht mehr brauchen, wenn du erst zu Asche zerfallen bist. Kirai habe ich leider gar nicht auf dem Gewissen. Ich habe ihn vorhin im Tempel gesehen und dachte, er wäre jetzt hier. Er lebt also doch noch. Und dieser Narr wollte mir tatsächlich noch einmal vor die Augen treten, nachdem er euch den Fokusstein einfach so überlassen hat. Glaub mir, es ist besser für ihn, dass er in diesem Moment nicht hier ist. Du willst deinen eigenen Schüler im Stich lassen. Ach, komm mir doch jetzt nicht mit solcher Gefühlsduselei. Er hat seinen Zweck nicht erfüllt, so einfach ist das. Klar, hab ich die Waffe wieder weggesteckt, warum auch nicht. Ich glaube, gegen sein Element ist es tatsächlich sinnvoll, dass wir jetzt relativ viel Feuerschutz haben. Dann haut der uns um, ich flippe da aus. Der einfach einen Feuerregen an. Das macht einen Abgang oder was? Ja, Abbilder von sich selbst. Da ist ja noch nie einer drauf gekommen vor ihm. Was ganz Neues. So, wenn nur noch einer steht, kann ich mal ganz kurz hier ins Eck. Ich muss gerade mal schauen, ob wir denn überhaupt wirklich alles angelegt haben. Nämlich nicht. So, Amulett der Flammen, so einfach ist es. Und jetzt? Guckt er in die Röhre, oder? Tja, so ist es halt. Die Mana-Regeneration wäre jetzt übrigens auch sehr sinnvoll gewesen. Ist er uns auch wieder leben? Nee, leider nicht, so ein Scheiß. Was geht jetzt ab? Da kommt er wieder runtergedüst. Wie gesagt, mit genug Feuerschutz klappt es hier relativ gut. Und irgendwie war der einfacher als die anderen Kameraden da. Es war relativ gut, dass wir dem nochmal ein bisschen aufs Maul gegeben haben. Erstens kriegen wir es wieder Leben durch die Imps. Dafür ist der Seelenräuber sehr gut. Kann man mir sagen, was man will. Aber ohne den wären wir schon fünfmal tot. Der Seelenräuber ist 1er. Einfach der Shit. Können wir speichern? Ne, dürfen wir nicht. Und dann, Trank. Was? Ah, ist noch aktiv, oder was? Dann brennen wir mal kurz, dann schlägt er uns an die Seite, oder was? Frechheit. Wir nehmen nicht viel Schaden. Ob der sich danach auch in Feuerdämon verwandelt oder sowas? Aua, ist gut jetzt. Ja, mach das, mach das. Feuerschutz. Was willst du, hä? Jetzt hör mal auf, mich hier wegzuboxen. Was kommt jetzt? Oh, ach, der stirbt gerade. Ach so. Da ist er wohl zerplatzt. Verliert ein bisschen Wasser. So ist das. Tja, Freund. Das war jetzt vergleichsweise einfach. Da war das gegen die anderen ein bisschen unheil
Unheiliger Vollstrecker. 110 Stärke. Den können wir nicht mal benutzen, so ein Scheiß. Und das auch in Adalos. Sei gegrüßt, Auserwählter. Warum fliegt die Leiche mit mir hoch? Was soll das? Wer spricht da? Hallo? Ihr Menschen seid manchmal schwer von Begriff. Du trägst das magische Amulett, das meinen Namen trägt. Adanos? Adanos? Und dass jedes zweite Wort, das ihr Menschen an mich richtet, mein eigener Name sein muss, wird auf Dauer auch langweilig. Ich habe mir eine Unterhaltung mit einem Gott irgendwie anders vorgestellt. So erging es auch deinen Vorgängern. Wieso sprichst du zu mir? Das Amulett, dem mein Name innewohnt, wurde wieder zusammengefügt. Nie mehr sollte dieses Artefakt das Gleichgewicht der Welt stören. Doch jetzt, nach vielen Jahrhunderten, ist das Unausweichliche geschehen. Und du, Mensch, trägst nun die Verantwortung, das Gewicht wiederherzustellen. Wieso ich? Ich war es nicht, der das Amulett wieder zusammengefügt hat. Das war dieser Wahnsinnige, der zu meinen Füßen liegt. So, und du bist nicht dafür verantwortlich, dass er jetzt dort liegt, wo er liegt? Auch wenn es nicht dein Verschulden ist, so habe ich dich dazu auserwählt, dieses Land zu retten. Zu retten? Aber wovor? Castea ist besiegt. Dieser machthungrige Magier war nicht der eigentliche Feind. Dennoch war er es, der die Steine ins Rollen gebracht hat. Und wer sonst soll der Feind bitte sein? Er ist das Oberhaupt jenes Volkes, dem euer König den Krieg erklärt hat. Die Orks? Meinst du die Orks? Die Orks, wie ihr sie nennt, begehren dieses Amulett schon seit langer Zeit. Damals schon hat es zu Kriegen geführt. Mit der Wiederherstellung des Amuletts ist auch der Feind erschienen, der einst durch dessen Vernichtung gebannt wurde. Auf dass nie wieder seine Macht entfesselt werde. Doch nun scheint der Tag gekommen, da sich seine Finger gierig nach ihr recken. Aber was kann das sein? Ich sehe wohl die Zweifel, die hinter deiner Stirn sich regen. Doch bist du nicht allein. Zwei meiner treuesten Diener sind schon seit geraumer Zeit an deiner Seite. Und sie werden dir auch in diesen, den dunklen Tagen, zu Diensten sein. Meinst du die Iran und Marak? Bisher war eher ich es, der ihnen zu Diensten war. Das mag dir vielleicht so erscheinen. Ich aber erkenne das Muster hinter dem wirren Weltgefüge. Zumindest weiß ich jetzt, von wem Iran seine geschwollene Redensart erlernt hat. Und wie genau soll ich jetzt dieses Land retten? Das werde ich dir sagen, wenn du soweit bist. Von jetzt an ist das Amulett eins mit dir. Und nun schlaf. Hey, Griffel weg! Das wurde aber auch Zeit. Na, nee, wo, wieso? Du hast geschlafen, genauso wie ich. Wenn ich schätzen müsste, dann wäre dein Kampf bereits einen ganzen Tag her. Aber jetzt sammle erstmal deine Gedanken und werd wach. Was ist passiert? Du hast den Kampf gegen Castea gewonnen. Und dann bist du plötzlich vom Boden abgehoben und hast angefangen, Selbstgespräche zu führen. Kurz darauf muss ich vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Das waren keine Selbstgespräche. Adanos hat's mir gesprochen, durch das Amulett. Und du bist dir sicher, dass du das nicht geträumt hast? Also, ich glaube schon. Halt, Adanos sagte etwas davon, dass das Amulett jetzt eins mit mir wäre. Ich versuche mal, ob ich es wieder ablegen kann. Du kannst aufhören, daran zu ziehen. Ich glaube dir ja. Das ist unfassbar. Ich wusste, dass Adanos etwas mit dir vorhat.
Aber dass es sogar zu dir spricht, unglaublich. Adanos glaubt, dass das Oberhaupt der Orks hinter dem Amulett her ist. Wenn Adanos dir so etwas sagt, dann wird er es nicht glauben, sondern wissen. Hat er dir sonst noch etwas offenbart? Nur, dass Varrak und deine Wenigkeit mir ab jetzt zu Diensten sein werdet. Wie war das? Ein Versuch war es wert. Es scheint, als sei unsere Mission mit dem Sieg über Castea noch nicht erfüllt. Aber bevor es weitergeht, sollten wir uns besser um das Lager kümmern. Was meinst du damit? Findest du nicht, wir sollten ihnen mitteilen, dass ihr Anführer tot ist? Sie werden sich sonst wundern, wo er so lange bleibt. Das wird nicht das Einzige sein, worüber sie sich wundern werden. Das habe ich total vergessen. Es scheint, mir ist etwas entgangen. Die Kurzform, Varrak hat fast allen Schlaf versetzt, bevor ich mit ein paar Eingeborenen in das Lager eingefallen bin. Vielleicht sollten wir mal nach dem Rechten sehen. Mit anderen Worten, wir gehen jetzt zu einem Haufen Rebellen, die gerade aus unfreiwilligem Schlaf erwacht sind. Und müssen ihnen auch noch erklären, dass ihr Anführer tot ist. Ich sehe das Chaos schon vor mir. Was wird bloß aus dem Lager jetzt, wo niemand mehr das Sagen hat? Über Raymond lässt sich ja einiges sagen, aber immer hat er das Lager gut im Griff gehabt. Und wo wir gerade bei Raymond sind, er war eigentlich ein Halbbruder des Königs, ich weiß. Woher? Bevor Castea mich als magische Energiequelle für das Ritual missbraucht hat, war unser Ray sehr gesprächig. Er hat dieses Geheimnis wohl schon lange, zu lange für sich behalten müssen. Chaos hin oder her, die anderen haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Aussprechen unangenehmer Wahrheiten nicht zu meinen Hobbys gehört? Wie kommen wir hier überhaupt wieder raus? Nichts leichter als das. Ich habe im hinteren Teil dieses Raumes einen Teleporter gesehen. Es würde mich wundern, wenn er nicht zu einem Ort in der Nähe des Lagers führt. Ein Teleporter, dessen Ziel wir nicht kennen. Irgendwie habe ich da ein Déjà-vu. Jetzt hab dich nicht so. Ich dachte, du kannst es gar nicht erwarten, aus diesem Tempel wieder herauszukommen. Ja, da hast du recht, verfluchter Tempel. Das war mit Sicherheit der letzte, in den ich je gehen werde. Wie du meinst, lauf schon mal vor, ich folge dir. So, dürfen wir jetzt hier noch alles aufsammeln? Der Punkt ist, da ist nichts zu holen. Oh, meine Mana-Grenze hat sich erhöht. Nichts, da ist nichts zu holen. Aber wozu? Ist denn doch noch nicht alles vorbei? Ich würde sagen, wir hängen noch eine Folge dran. Die ist dann vielleicht nicht ganz 20 Minuten, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir weiter. Und dann werde ich dann halt auch ein bisschen, die Mod bewerten und so am Ende, nachdem die Credits und alles vorbei sind. Das wird aber dann, wie gesagt, höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Folge stattfinden. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.